Zombie Apocalypse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 17 Feuerwehr. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Herzlich willkommen zurück bei der Feuerwehr in Rattingen oder in Wassel. Ich bin natürlich wieder erfreut, dass du wieder mit eingeschaltet hast hier auf meinem Kanal Premium Paule. Und ich hatte es wirklich im letzten Video wirklich, wirklich vergessen. Ich hatte natürlich noch ein Fahrzeug, das ich euch unbedingt noch zeigen wollte, das ich wiederum auch gerne in diesem Projekt verwenden möchte. Das ist ein HKL, ein Hakenlift-Feuerwehreinsatzfahrzeug, also ein WLF, also sprich ein Wechselladerfahrzeug ist es ja eigentlich. Ladefahrzeug, nicht Laderfahrzeug, Ladefahrzeug. Und ich habe dazu noch auch einen passenden Container, den ich natürlich auch auf diesem Fahrzeug haben möchte. Denn ich habe das so in den letzten Videos auch gemerkt, dass wirklich sehr viele Zuschauer von euch sich einen WLF gewünscht haben. Und ich dann von meiner Seite aus so habe mir dann so gedacht, ey jo, komm, das können wir da durchaus mal durchziehen oder machen, damit ihr natürlich auch noch mehr Spaß habt, meine Videos zu sehen. Und ich glaube, dazu passt auch wunderbar dieser MAN Wechsellader. Das sind auch schöne Dinger, ne? Also man kann wirklich, also das sind wirklich praktische Fahrzeuge, muss man dazu sagen. Man kann einfach, wenn man zum Beispiel, ich sag mal, einen Gefahrguteinsatz hat, einen Gefahrgut-Container einfach auf diesen Fahrzeug draufpacken und dann einfach zum Einsatz losdüsen. Das geht wirklich sehr, sehr fix und sehr schnell. Und dann ist man auch schon mit sehr vielen Ausrüstungsgegenständen am Einsatzort. Und dann kann man natürlich durchaus auch diesen Einsatz erfolgreich beginnen, beziehungsweise erfolgreich abschließen. Also ich bin wirklich riesengroßer Fan von WLF-Fahrzeuge. Das ist einfach ein richtig schönes Fahrzeug, das auch durchaus gut gebraucht werden könnte. Und gerade in Wassel, wenn man zum Beispiel verschiedenste Einsätze hat und Szenarien auch durchspielt, da sind so eine Fahrzeuge auch mal richtig schön. Und das hat natürlich noch einen weiteren positiven Punkt an sich. Die Videos laufen dann natürlich auch durchaus länger, als wenn man jetzt zum Beispiel nur mit Fahrzeugen hinfährt und dann einfach wartet, bis der Einsatz abgeschlossen ist. Da hat man auch durchaus mehr zu sehen, als wenn man, wie gesagt, mit den Fahrzeugen einzeln einfach zum Einsatzort fährt. Ich bin jetzt erstmal gleich an der Wache in Wassel und zurzeit laufen hier gerade sehr viele Bürger und Bürgerinnen mitten auf der Straße. Okay, es ist Samstag, das muss man dazu auch mal sagen. Da haben natürlich auch die meisten Leute frei und genießen hier die Landschaft, die Natur. Das kann man schon durchaus verstehen, wenn sie das natürlich auch machen. Dann könnten natürlich auch sehr viele Leute zu sehen sein hier in Wassel. Mich persönlich stört das natürlich nicht, aber ist natürlich auch sehr komisch, wenn man in jeder Aufnahme hier Leute zu laufen hat. Also Leute, die jedes Mal mitten in der Aufnahme hier laufen. Aber hey, mich stört das jetzt eigentlich nicht. Ich bin jetzt erstmal erfreut, dass ich hier ein neues Fahrzeug in der Wache habe. Und was ich natürlich jetzt nicht vergessen darf, ist natürlich zu speichern, bevor ich das wieder vergesse zu machen. Dass ich das auch im nächsten Video dann hier auch verwenden kann. Achtung! Brandeinsatz. Einsatz für ELW, LF und TLF. Okay, wir haben einen neuen Einsatz, liebe Leute, wie man das gerade gehört hat. Also, diese Sprecherstimme kam mir gerade irgendwie bekannt vor, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Wisst ihr das, wer das gerade durchgesprochen hat? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Das sollte, glaube ich, sehr, sehr kompliziert werden. Okay, ihr habt es gehört, ihr habt diesen netten Mann, diesen Kommentator gehört. Er wird jetzt die Fahrzeuge manövrieren und... Oh, jetzt habe ich es schon verraten. Hoffe ich einfach mal nicht. Wir werden natürlich mit unseren Einsatzfahrzeugen jetzt zu diesem Einsatzort ausrücken. Das erste Fahrzeug ist unser ELW Nr. 1. Der Berufsfeuerwehr Rattingen. Nicht Berufsfeuerwehr Feuerwehr, Berufsfeuerwehr Rattingen.
Und wir sind jetzt auch schon am Einsatzort eingetroffen. Das geht wirklich sehr fix. Wir haben hier einen kleinen Verkaufsstand, also einen Bienenstand. Der steht aus bisher ungeklärten Gründen in Vollbrand. Ja, und unsere Aufgabe steht jetzt darin, diesen Brand erfolgreich zu bekämpfen. Das mache ich jetzt in Form eines TLS. Also ein Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr Rattingen wird natürlich diese Aufgabe leicht erfüllen können. TLF-1 am Einsatzort eingetroffen. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch das einzig beste Fahrzeug, unser LF-24, der BF Rattingen. Und nicht Rattingen. Ich weiß nicht, warum die meisten Leute das in den letzten Video in die Kommentare geschrieben haben. Es heißt Rattingen. Rattingen. Mit Doppel-T, nicht ein T, also nicht Rattingen. Rattingen gibt es auch, das weiß ich. Aber ob es Rattingen gibt, weiß ich nicht. Aber wenn es auf den Fahrzeugen steht, dann muss es natürlich auch einen Grund haben. Also, liebe Leute, es heißt Feuerwehr Rattingen. LF24 am Einsatzort eingetroffen. So, jetzt werde ich erstmal ganz kurz etwas Lustiges machen. Passt mal auf, wartet. Ich glaube, das war die Taste X. Habt ihr das gesehen? Achtet mal bitte auf die Haspeln. Da sind sie und da sind sie wieder weg. Also das ist wirklich so ein Zauberfahrzeug. Das macht mir irgendwie sehr viel Spaß, damit rumzuspielen. Aber das ist natürlich auch ein bisschen realistischer, finde ich, wenn man die Haspeln sozusagen in Anführungsstrichen entfernen kann von Fahrzeug. Also abhängen kann. Also das ist schon irgendwie sehr lustig anzusehen. Das macht auch durchaus Spaß, einfach mal auf die Taste X zu drücken, damit das einfach verschwindet. Das hat irgendwie schon so eine Art an sich wie so ein Magier oder Zauberer. Ist ein cooles Fahrzeug durchaus. So, dann auf jeden Fall brauchen wir jetzt eine Tragkraftspritze. Die werde ich jetzt erstmal aus dem Fahrzeug entnehmen und diesen Brand erfolgreich bekämpfen. Kann ich das in die Hand nehmen? Ja, das funktioniert. Oh Gott, ja, das sollte so eigentlich auch gehen. Und dann können wir von oben auch löschen. Dann haben wir sozusagen uns ein bisschen größer gemacht von der Größe als Mensch. Man schmeißt dann einfach die TS durch die Gegend. Obwohl das eigentlich gar nicht so gut wäre. Ne? Also das schafft man, abgesehen von der Tatsache, in Real Life überhaupt gar nicht. Also wer um Himmels Willen schmeißt eine TS einfach mit einer Hand einfach so auf die Seite oder beziehungsweise jetzt hier auf, ja, nach vorne halt. Und die schwebt ja sogar, sehe ich gerade. Okay, das schafft auch natürlich keiner. Und jetzt kann ich die gar nicht mehr anfassen. Ich kann die gerade nicht mehr nehmen. Das ist gerade sehr komisch. Okay, liebe Leute, der Brand wurde gelöscht. So viel dazu. Die Bienen schwören hier immer noch rum. Anscheinend gab es keine weiteren Verletzten hier. Also es war zu dieser Zeit, wo dieser Brand getobt hat, keine Personen vor Ort, außer die Bienen. Die leben irgendwie komischerweise noch. Also anscheinend war dieser kleine Art Saunagang nicht schädlich für die. Also vielleicht haben die das sogar noch genossen, dass es so richtig schön, richtig heiß war. Also dieser Brand, dieses Feuer. Also anscheinend geht es denen gut. Das ist natürlich ein richtig schöner Einsatz gewesen, ne? Also wenn ja, dann lasst mir doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Also es gab wirklich gar keine Verletzten, außer der Schuppen, den hat es ein bisschen mitgenommen. Aber vielleicht ist der dann noch brauchbar, vielleicht aber auch nicht. Ich tendiere mal eher nicht dazu, denn das Löschwasser hat natürlich auch jetzt das meiste ein bisschen beschädigt und der Brand natürlich auch. Aber immerhin konnten wir diesen Brand bekämpfen und natürlich auch erfolgreich löschen. Und das freut mich natürlich, dass du wieder mit dabei warst in diesem Video. Ich würde mich natürlich riesig über einen netten Kommentar von dir freuen und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn du im nächsten Video mit dabei sein würdest. Ja, ich habe nichts mehr von meinerseits. Ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder vom LS17 Feuerwehr. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen oder einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.